Dieser Tabak verleitet mich dazu, Bart Simpson umzubringen. Tingeltangel? Tangeltingel? Ringelrangel. Rangelringe? Rangelrungel? Ringelrungelbammel? Triangle? Bob? Ja. Hey! Triangle Bob! Scheiße. Yo Leute und Abishi. Damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, vom Shisha Team. Ohne Max! Ohne Adi! Was ist da los? Aber mit Flo. Grüße! Wäre cool, wenn du mich jetzt vorstellen würdest. Und dem Adi. Yeah! Jawohl, wir haben ein neues Ründchen hier heute. Und zwar haben wir uns gedacht, wir schieben mal noch einen 24/7 ein, weil die sind einfach geil. Das ist immer geil gewesen, auf jeden Fall. Eine gute Marke, darauf kann man mega bauen. Und auf den Triangle Bob. Ja, da kann man auch bauen. Ich glaube, wir haben es gerade deutlich gemacht, an welche Tabaksorten das angelehnt ist. Ihr gibt's kennt sie. Tingeltangel, Tangeltingel, Ringelrangel, Rangelringel. Wie sie nicht alle heißen. Und jetzt kennt ihr auch Triangle Bob. Das ist ein Mix aus Maracuja, Grapefruit und Avocado. Nee, das war Avocado? Nein, das war das nochmal. Was ist mit dir kaputt? Die Mette. Die Mette war es nochmal. Grapefruit, Maracuja und Avocado. Limette! Ja, nein, mir ist raus. Wie es gewohnt seid, 24/7, 200 Gramm, 16,90 €. Magst du dein Bestes zum Geruch geben? Mein Bestes zum Geruch? Den hat nämlich Flo gekauft. Ja. Einfach so. Einfach so. Bin ich in den besten Laden, den wo gibt, gegangen. Welcher ist denn das? Was für Läden gibt es noch in Spandau, außer den einen Real One and Only? Ich kenne gar keinen anderen, außer den Loyal Shisha Shop. Ja, natürlich. Loyal Stadt Spandau. Affenstraße Nummer 8 Spandau. Loyal Shisha Shop. Shisha Shop. Shisha Shop. Shisha Shop. Affenstraße Nummer 8 Spandau. Gut, das lassen wir. Geruch haben wir gesagt, ne? Also er riecht schon wieder mega geil, super lecker, macht Lust aufs Rauchen und es kommt sofort so eine Grapefruit-Note rein. Ja. Aber jetzt nicht dieses, kennst du von Spreequell, dieses Grapefruit-Gesöff, was die mal hatten, Spreequell aktiv Grapefruit oder wie es auch immer hieß. Das war also so sofort sehr so okay. Tierisch bitter in der Nase, überhaupt nicht. Das ist diese fruchtige Maracuja direkt dahinter. Die Limette, also ich gehe mal, die Limette würde ich jetzt nicht im Einzelnen rausriechen, aber die gibt so ein bisschen Fruchtnote von unten raus. Riecht mega lecker, macht Lust aufs Probieren. Auf jeden Fall. Was noch Lust aufs Probieren macht, ist der Schnitt. Definitiv. Wie immer. Goldig, super eingezogen. Einwandfrei. Ein mittlerer bis feiner Schnitt. Perfekt im Kopf vor, ihr habt es gesehen. Jawohl. Ja, kommen wir gleich zum Geschmack. Geschmack. Ja. Der geht auf der Zunge dahin. Der geht. Perfekt. Also jetzt typisch 24/7, mega lecker, mega super, überhaupt nicht kratzig, überhaupt nicht dumpf, nischt gar nicht. Super lecker im Geschmack, super fruchtig. Ich muss sagen, jeder Tabak ist auch wirklich, wenn es um eine bestimmte Sorte geht, on point. Und hier ist die Grapefruit-Note, Gott sei Dank. Hätte das jetzt wieder so ein Limetten Verschnitt sein können, dann hätte ich den auch nicht so gefeiert. Aber hier wirklich on point eine Grapefruit. Und ja, die ist sowas von lecker, wie du sie im Geruch beschrieben hast. Genauso ist sie im Geschmack. Es ist wirklich so, als würde man jetzt so eine Grapefruit-Brause irgendwie trinken. Wirklich süß, spritzig, überhaupt nicht fruchtig. Ah, geil. Ja, im Nachgeschmack hat man, glaube ich, so eine Maracuja-Note, die es ein ganz bisschen abrundet, die so ein bisschen Süße noch mit reinbringt. Die Limette persönlich geht für mich einfach unter. Wie ein Geruch, ne? Also das ist so, sie unterstützt das Ganze ein bisschen, aber so wirklich rausschmecken tut man sie nicht. Genau, ich kann mir vorstellen, dass da wirklich Limette drin ist. Warum sonst sollte der Tabakhersteller noch Limette draufschreiben? Aber wahrscheinlich unterstützt es diesen Grapefruit-Geschmack, weil Zitrusfrüchte sind ja nun mal sehr ähnlich im Geschmack. Ja. Ist da ja. Neigen, wie gesagt, auch dazu, immer so leicht bitter zu sein. Überhaupt nicht. Mega fruchtig. Super lecker. Und wer mich kennt, weiß, ich bin immer so ein tierischer Freund davon, überall den Sweet Breeze mit reinzuschmeißen. Nee, wirklich? Ja. Hab ich noch nie gehört von dir. Warte mal, guck mal hier. Also ein bisschen Kälte könnte der vielleicht ein bisschen.
man könnte es probieren. Man könnte es probieren, also der typische, was Kälte betrifft, in Sweet Breeze und so rein. Vielleicht einmal hast du es gesagt. Bei fast jedem Tabak sage ich, der schmeckt mit einem Sweet Breeze einfach besser. Das kannst du hier sehen, das kannst du dort sehen, das kannst du dort sehen. Vielleicht wieder mit dem All-Time-Favorite Sweet Breeze mit drauf. Sweet Breeze macht alles besser. So schöne Zahnpasta. Den Sweet Breeze. Mehr mega kalt, der war eiskalt und schon da haben wir gesagt, das ist der perfekte Add-on-Tabak, Mischtabak, wie man auch immer den nennen möchte. Schaut's euch einfach mal an. Den kann man perfekt pur rauchen, mega lecker. Oh ja. Überhaupt nicht kratzig, wirklich super lecker fruchtig, das kann man nicht zu sagen. Es ist wirklich heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich meinen Grapefruit-Tabak hier zu stehen habe, den ich persönlich lieber pur rauche als mit Sweet Breeze. Ja, die muss ich gerade sagen, der schmeckt einfach überragend. Ja, die Deutschen können nicht unbedingt Fußball spielen, aber Tabak machen, das könnte. Das kriegen wir hin. Ja, das ist auch kein. Wie das mit dem Rasen? Wie heißt der Rasen? Das ist auch kein Hybrid-Tabak. Kein Hybrid-Tabak, das ist pur. Da ist super. Da ist kein Kunst-Tabak mit drin. Alles echt gewachsen. Und super danach geschnitten. Und super geschmackreich gemacht. Ihr seht's, Ali genießt es in vollen Zügen. Geschmack. Rein da. 24/7. Viele schwören ja auf den originalen Maridan, aber ich sag euch, der hier, der toppt es. Ja, der macht ein Fass auf. Wie so üblich. Also wirklich 24/7. Ihr könnt euch die anderen Videos angucken von uns. Wir sind total begeistert von dieser Marke. Die haben noch nichts rausgebracht, was wirklich bäh war. Ne? Das war alles super, das war alles lecker, das war top. Naja, nicht ganz. Okay, auf welchen spielst du jetzt an? Red Island. Ah, gut, stimmt, der war nicht ganz so toll. Red Island war nicht ganz so übermäßig genial, aber ich entschuldige es, du warst in dem Video nicht dabei. Ja, siehst du, ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Davor habe ich dir die Nase gebrochen, ich glaube, daran lag's. Das könnte sein, da war ich gerade bei der OP. Mhm. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ist wieder gerade. Super. Ja, Jungs, übrigens. Was bleibt da noch zu sagen? Kauft euch das Ding, ist ein Brett. Geht nach Spandau in den Loyal Shisha Shop, da kriegt ihr das Zeug. Oder wenn ihr nicht aus dem Raum Berlin kommt, bestellt euch den auch gerne online. Jo. Der Bullet Shop Berlin zum Beispiel, der verkauft den online. Gut, was bleibt uns weiter zu sagen als vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es war ein Traum mit euch. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns auch gerne ein Abo da, ein kostenloses natürlich. Und ein Like auf jeden Fall, das hilft uns weiter nach oben zu kommen. Checkt auch unsere Social Media Kanäle ab, hier so eingeblendet. Instagram, Facebook, wie sind die Reisen? Ganz genau, und dann sind wir für diese Woche auch schon wieder raus. Bis zum nächsten Mal, euer Shisha-Team. Ciao, ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Kurz und bündig. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wir merken das. Wenn die nicht gucken, merken wir das. Man kann ja jetzt nicht abschalten einfach. Nö. Ich meine, unsere Outros sind immer am besten. Da kommt meistens so ein bisschen so richtig eingeschnitten, was so schief gehört. Gekürtes Dreck. Raus. Ab und zu auch mal ein guter Rauch, wenn wir das mal wieder hinkriegen. Das schubst mal, versuch's mal. Du sollst schubsen. Ach, schubsen? Ja. Ach nee. Nochmal rauchen geht auch. Lassen wir's. Feierabend.